Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pony Bridge. Ich bin hier in der nächsten Runde. Ich habe schon die Brücke gebaut, weil ich mir dachte, das würde wahrscheinlich sonst zu lange dauern. Ich habe es jetzt gerade einmal geschafft, drüber zu kommen. Allerdings war ich über dem Budget und ja, das probiere ich jetzt so unter dem Budget zu machen, ne? Normal. Aber das ist gar nicht mal so leicht. Ich muss auf jeden Fall Kabel reinbauen, weil sonst ja, weil sonst wackelt die Brücke ein bisschen hoch und runter und dann ist alles instabil und bricht alles auseinander. Deswegen muss ich ein paar Kabel reinbauen. Ich hoffe, das hält. Nein. Ja. Komm weiter, bitte. Go, go, go. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich setz mal alles ein bisschen höher. Damit er nicht so einen großen Bogen nach unten machen muss. Und dann wird's auch schon billiger für mich. Hoffentlich, glaube ich. Mama! Das kann doch nicht wahr sein. Ne, die eine Brücke habe ich auch nochmal probiert gehabt. Eine Viertelstunde. Allerdings kam ich da kein Stück weiter. Deswegen mache ich so jetzt die andere Brücke hier weiter. Was heißt die andere? Diese Brücke hier weiter. Geschafft habe ich sie ja schon, nur allerdings über dem Budget. Warum heißt jetzt das Seil? Ich habe vorhin hier nur einen Stahlträger drin gehabt. Das wird dann so teuer. Da ist ein Huckel. Das Seil, vor allem nur das Seil. Machen wir so hier. Schon wieder. Okay, haben wir wieder geschafft. Allerdings mal wieder über dem Budget. Probieren wir das mal ein bisschen billiger zu machen. Mal billig ist geil.
natürlich, da stehe ich drauf. So. Was haben wir noch? 300? Oh, cool. War das Taxi dagegen gekommen? Warte mal. Ich glaube, da ist dagegen geknallt. Ja. Dummes Taxi. Da oben das Taxischild nicht abmachen. Jetzt müsste er durchkommen. Ja. Okay, jetzt hält das da hinten nicht mehr. Ja, okay, bei den Hucke, der da drin war, gerade. Selbstverständlich. Muss ja alles ein bisschen eben sein, ein bisschen gerade. Der noch ein ganz bisschen runter. Der noch ein bisschen runter. Ich glaube, jetzt ist es so ziemlich gerade. Der hat nicht eine Belastung. Ich denke mal, die kann ich hier wegnehmen. Nein, das sieht nicht gut aus. Oh Mann, oh. Will ich die auch noch wegmachen? Die brauche ich auf jeden Fall. Die Holzbalken hier. An beiden Seiten. So. Da brauchen wir schon Kabel für. Kabel ist ja stabil und billiger wie Stahl. So kleine Hucke jetzt drin.
Ich weiß nicht. Also rüber geschafft habe ich es ja schon. Problem ist halt nur noch das Budget. Wenn ich die wegnehme, klappt das auch nicht. Dann kracht das da ein. Das ist jetzt alles ein bisschen zu instabil. Wenn ich da jetzt ein Kabel benutze, ist auch eigentlich ein bisschen stabiler. Aber nur ein bisschen. Es geht dann noch schneller kaputt. Geht da jetzt schon so früh kaputt? Ist ja Katastrophe. Die müssen größer wieder machen, die Dreiecke hier. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Dann machen wir einfach wieder einen Stahlträger rein. Dann hält er ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Ich will es unter Budget schaffen. Ich will es einfach. Wird wieder alles teurer. Wenn ich den wieder wegmache und setze da die Stahlstange rein. So. Ach, was das war erstmal. Vor allem wie das wegbricht, sieht voll witzig aus. So, da steht das hier an der rechten Seite ganz normal. Damit einmal ist er ganz woanders. Hey, Leute. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich komme hier nicht weiter. Ah. Nein. Warum nur? Das jetzt ein bisschen gerade zu machen.
hier noch ein Stück runter. Der ein bisschen hoch. So. Der ist einigermaßen gerade aus, ich hoffe es. Das gibt's doch nicht. Neuer Versuch. Ich möchte es unter dem Budget schaffen. Oder unter oder genau im Budget. Wie sie aussehen muss, haben wir ja schon. In etwa. Die müsste so ungefähr aussehen. Nur vorhin ist die nicht eingebrochen. Das kommt, weil ich hier immer so ein bisschen rumgeschoben habe. So. Habt ihr gesehen, wie die rechte Seite da weggebrochen ist? Zack, war es weg. Kann doch nicht wahr sein. Krieche ein an der Murmel. Oh, das sieht ganz scheiße aus. Ja. Ich hab gerade die ganzen Huckis gesehen, wie er hier so hoch und runter ging immer. Ja. Und deswegen ist das ohne Crit immer ein bisschen besser einzustellen. Weil da kannst du schöne gerade Ebene machen. Wenn man es machen kann. Wir haben mal so ein bisschen was auf den Augen. Und das sieht dann bei mir nicht immer so schön gerade aus, wie es eigentlich sein sollte. Finde ich zumindest. Aber wie mache ich das nur? Dass ich unter Budget reinkomme. Ziehe. Wie mache ich das nur? Jetzt bricht das sofort weg. Nicht viel weiter gekommen.
So. Ah, jetzt brich ich schon die Mitte weg. Heiliger Bim Bam. Der bricht weg. Genau der. Wenn ich da jetzt so einen Träger reinsetze, dann bricht der linke hier weg. Oder auch nicht. Starten, genau, schauen wir. Der hier, 1, 2, okay, 1, 2, der. Weil da haben wir das Holz weg. Nee, nicht den. Nein, nicht den. Nein, auch nicht den Punkt. Genau den. Aber die hier. Ach, nicht den. Aber nicht den Punkt. Ach, Menno, hier, das kann doch nicht wahr sein. Geht doch. Aber hier auch nochmal die beiden Holzstücke weg. Auf die Hoffnung, dass wir ein bisschen Geld sparen. Allerdings viel ist es nicht, was man da spart. Aber ich sehe gerade, dann brauche ich den ja auch nicht und den nicht. Wusste ich doch. Jetzt bricht der hier weg. Dann setze ich da wieder so ein Kreuz rein. Habe ich das nicht gesagt, dass der hier wegbricht? Warte mal. Machen wir den weg. Na gut, okay. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Allerdings mal wieder. Wie man wie geschehen. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Brauchen wir schon. Das muss sein. Vielleicht den noch wegnehmen. Den noch wegnehmen. Dann nehmen wir mal hier das Kabelchen. Den wegnehmen. Kabelchen. Oh, oh, oh. Und dann Budget. Wenn ich da einen Stahlträger reinsetze, wird er dann stabiler? Hm, nee, das liegt wirklich noch an dem hier. Ach, ich wollte nicht rausschneiden. Jetzt wackelt das alles viel mehr.
Also so ist er stabiler. Stahlträger. Okay. Hier auch mal wieder ein Stahlträger. Damit es noch mal ein bisschen fester wird. Ich werde die Brücke jetzt noch so lange weiter vorgehen, bis ich das hier geschafft habe. Ich denke mal, Sank brauche ich es auch nicht, weil das wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Weil das sind ja immer nur hier tausender Budgets, die da Unterschied ist. Und das ist nur halt eine Feineinstellung. Also ich bedanke mich. Wir schauen uns nochmal schnell die nächste Runde an. Ja, machen wir das mal schnell. Das ist halt die Runde, die wir nicht geschafft haben. Also geschafft haben, aber mit den Dingens, die haben wir nicht geschafft. Und das wäre die. Oh. Das wäre die nächste Runde. Okay, gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.